Also ich denke, dass wir genau jetzt in Deutschland sind. Ist das magisches Wasser, Barney? Warum bist du da drinne? Selber, der ist noch hier einer mit dem Fahrrad lang gefahren. Der fällt sich fast vom Sattel. Kein Witz. Einen wunderschönen guten Tag aus, ja, fast Roermond. Wir sind gerade auf dem Weg nach Roermond. Ich habe jetzt drei Nächte. Ach, ich bin schon wieder verwirrt. Ich war bei meiner Mutter, habe mal einen Tag gearbeitet. Gestern war ein bisschen Basteltag. Waren es drei Nächte? Ja, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. War auf jeden Fall mal sehr entspannt, in einem Bett zu schlafen. Der Körper hat es mir gedankt, mit unendlich viel Müdigkeit, nachdem ich ausgeschlafen hatte. Das ist immer sehr erstaunlich, wenn ich dem Körper dann mal die Chance gebe, sich ein bisschen zu erholen. Dann nimmt er das auch dankbar an und will eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett. Heute bin ich wieder richtig super, super, super fit. Wir fahren jetzt erstmal nach Roermond, ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Ich weiß gar nicht, ich brauche, glaube ich, nur noch Hundefutter in einer Tüte. Werden mal ein bisschen durch die Stadt laufen. Und dann geht es wahrscheinlich heute auch weiter schon nach Deutschland, Richtung Mönchengladbach. Möglicherweise werde ich da ein paar alte Freunde wieder treffen, nämlich die, mit denen ich zusammen 2018/19 am Polarkreis war mit dem Jeep. Die wohnen nämlich alle hier in der Ecke. Und es kann gut sein, dass wir da heute Abend uns mal treffen. Ganz sicher ist das noch nicht. Habe ich auch nicht aufgepasst, wo ich hin muss? Nee, ne? Ja, das ist soweit der grobe Plan des Tages. Wetter ist unendlich heiß. Sehr gut, aber unendlich heiß. Aber 4 Kilometer gibt es heute eh nicht zu fahren. Der Anhänger ist übrigens repariert, fährt sich ganz gut. Da klappert auch nichts mehr. Ich habe mal alle Schrauben, die sich jetzt so über die letzten 1000 Kilometer gelöst haben, alle mal schön nachgezogen. Auch so das Ladungskonzept mit den Batterien und so weiter noch mal ein bisschen überarbeitet. Ist noch mal ein bisschen schöner geworden. Ja, das Hechel hechelt. Den Radweg nicht finde. Der Radweg ist eine Fähre. Die sieht aber nicht so groß aus. Das wird jetzt spannend. Gucken, ob wir da rüberkommen. Ah, das wird knapp, oder? Ja. Lustig. Hey. Ja. Die letzten Tiere höchstwahrscheinlich in den Niederlanden, die wir sehen werden. Ich habe gerade festgestellt, dass in ziemlich genau 1 Kilometer bereits der Grenzübergang nach Deutschland ist. Ziehen.
Niederlande. Ich habe mich wirklich sehr, sehr verliebt mit dieser Reise. Land und Leute kennengelernt, in jeder Stadt auch immer wieder mit Einheimischen gesprochen. Ja, wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Klar, mit Fahrrad ist man Verkehrsmittel Nummer 1, das ist super toll. Kommunikation als Ausländer ist hier auch wirklich toll, weil hier kann wirklich vom Jugendlichen bis zum Rentner fast jeder Englisch und zur Not verstehen die allermeisten auch Deutsch und antworten dann auf Niederländisch, was wir aber auch wieder zum Teil verstehen können. Also ich mittlerweile verstehe ich relativ viel. Ja, so eine Nummer mit dem Fahrrad zu machen, richtig, richtig dankbar. Auch körperlich durchaus schon ein paar Kilo abgenommen und fühle mich auch mega fit. Also das Wetter hat es auch gut gemeint. Gab so 2-3 Tage, wo es ein bisschen dolle geregnet hat. Ja, und ich habe seit, weiß ich nicht, 400 Kilometern Rückenwind. Das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, 500 Meter noch bis zum Grenzübergang. Ja, ich bin ein bisschen, ich will gar nicht weg. Ich würde gerne noch viel länger hier bleiben. Aber ich möchte gerne den Sommer ja nutzen, um die Tour abzuschließen. Leicht links auf Alte Pfollstraße. Also ich denke, dass wir genau jetzt in Deutschland sind. Der Radweg ist auch nicht mehr so besonders, auf einmal. Ja, hallo Deutschland, da bin ich wieder. Das ist mir viel zu anstrengend hier. Da muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen Ballast abwerfen in Form von Hund. Hund, pass auf, das ist jetzt... Warte. Pass auf, das ist jetzt wieder Deutschland. Unser kleiner Pauseplatz. Oh, kurz mal die Füße ins Wasser. Hund ins Wasser. Oh, der Hund geht frei. Was ist das? Ist das magisches Wasser, Barney? Warum bist du da drin? Wie bist du da reingekommen? Ich bin begeistert. Wirklich schön hier. Ach, das ist schön hier. Die Route ist wunderschön. Die Qualität des Fernradweges geht so. Sie ist gerade ein bisschen besser geworden. Jetzt wird sie wieder schlechter. Und vielleicht bald wieder besser für ein kurzes Stück. Ist natürlich mit diesen Reifen und dem Gewicht hier, also mit Hund drinne, wäre das jetzt echt anstrengend. So geht das natürlich. Aber weit weg von den komfortablen Fahrradautobahnen, die durch die Niederlande geführt haben. Na, ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Radweg. Oh, das ist aber schon ein bisschen Unterschied, ne? Oh, das Geklappe hört endlich auf. Der Radweg hier besteht aus scheinbar wahllos aneinandergereihten, immer wieder wechselnden Bodenbelägen, wie hier jetzt mit Schotter, dann wieder ein bisschen Dings, geziert von Wachhund. Jetzt ist man gerade wieder richtiger Asphalt, der, boah, boah, haben wir wieder einen richtigen Radweg?
Also ich weiß, dass die GoPro einen Wackelschutz hat. Aber wenn sie das schafft, was hier gerade wackelt, ja, jetzt geht es gerade wieder. Alter, das ist doch kein Radweg, Leute. Alter, die fahren selber. Die ist noch hier einer mit dem Fahrrad langgefahren. Der fällt sie fast vom Sattel. Kein Witz. Alter, das macht richtig nicht Spaß. Aber so richtig viel nicht Spaß. Ich denke mal, wir sollten hier auf dem Kanal was Wohltätiges tun. Und ich glaube, wir sollten einen Fahrradwegförderfonds eröffnen. Mein erster Kandidat ist die Stadt oder Gemeinde, Landkreis, was auch immer, Viersen. Da ist Hilfe bitter nötig und fachkundiges Personal, was die Wege repariert, müssen wir auch zusammenstellen, damit wir die Kosten möglichst gering halten. Ich besorge mir eine Thermaschine, vielleicht als Fahrrad, E-Bike als Thermaschine. Das wäre vielleicht eine Idee. Oder so eine Schmelztermaschine, dass wir den vorhandenen Asphalt einfach nehmen, vorne heiß machen, hinten glatt ziehen und dann durchfahren. So, ganz easy. Sowas ungefähr in die Richtung machen wir. Das ist auf jeden Fall nicht schön gewesen. Ja, ich muss alles zurücknehmen. Der Weg ist jetzt wunderschön geworden. Das sind natürlich jetzt normale Feldwege, die wir hier mit nutzen als Radweg. Aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Jetzt gleich wird es sehr spannend, was der... Ja, lauf! Lauf ruhig in dein Verderben! Genau! Was der wasserscheue Hund macht. Ich habe nämlich gerade schon gesehen, dass er hier mit schlechtem Timing gleich ganz schön nass werden. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Was macht der wasserscheue Hund? Ja, vielleicht mache ich das auch. Ah, ja, ja, das ist ganz schön nass. Ja. Fühlt sich an wie bei so einem Arcade-Spiel gerade. Ja, wir sind jetzt gleich am Ziel. 2 Kilometer noch. Oh, das ist jetzt gerade mal ein bisschen Balsam für die Seele, hier lang zu fahren. Das ist wirklich schön. Auch das Stück ab Viersen war wirklich ein ordentlicher Radweg. Das macht so einen riesengroßen Unterschied. Ja, ansonsten sind wir jetzt wieder in Deutschland. Fühlt sich auch echt alles ein bisschen heimischer an. Ja, ich verstehe die Leute wieder komplett. Ich denke mal, das war's für heute und bis bald. Nicht stürzen. Links halten.